Okay, und den Rest haben wir schon gesagt, also sonst gibt es Spannende ist natürlich auch eben, dass man die Referee-Support und so weiter, dass diese Sachen dann stückweise auch dort hineinkommen werden. Und es ist auch deshalb, weil ich habe schon gesagt, eigentlich die Idee, und das sieht man, dass manchmal Leute die Ideen auch für was anderes verwenden, der Raspberry ist ja eigentlich für Ausbildung gedacht, das ist der billige Computer, der Open Source Hardware ist, damit man für die Informatik-Ausbildung ein billiges Ding hat. Es gibt jede Menge Betriebssysteme dafür. Raspberry ist sicher das, wahrscheinlich das weitverbreitetste. Und jede Menge Sachen dazu. Ich habe da unter die Schaufel mitgenommen. Es gibt so Kits, wo man, ich glaube, 40 Sensoren habe ich da an, bei ungefähr 20. Und wir müssen nachschauen, was das überhaupt ist, was die messen. Temperatur, habe ich mir gedacht, okay, die kenne ich. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie funktioniert das? Ah, ich habe ja gewusst, das Minau-Board von Max ist das zweite, was im Moment in der Szene drauf ist. Und wer Informationen haben möchte, es gibt eine Webseite www.windows-devices.com, dort kriegt man einen Download, dort sind auch die Links, wie man das hat. Das heißt, im Wesentlichen, man lädt sich das Image herunter. Spielt das Image auf einem Micro SD-Card, das heißt genauso wie man das beim Raspberry auch mit anderen Betriebssystemen macht, steckt das Board hinein und sobald man das Ding mit Strom versorgt, was man dann gleich tun werden, macht er hoffentlich nichts. Gut, dann schauen wir uns das an. Ich stecke damit um. Das ist für mich auch neu, ich habe noch nie den Raspberry versucht mit einem VGA-Adapter zu betreiben. Aber ein Kollege von mir behauptet, das geht. Ja, aber der ist ein Bruder, also der hilft uns zur Not gar nicht. So, das heißt, wir stecken damit um, stecken den an, fangen jetzt kurz zum Blinken. Und das ist das erste Mal gemacht und das wird zu Hause probiert. Wobei es ist keine Tragödie, wenn es nicht geht. Dann glauben wir alle vielleicht, dass man. Tatsächlich auf den. Damit haben wir schon eine ziemlich kleine Maschine. Ja, weil wenn jetzt einer mit einem iPad daneben sitzt, dann entschuldige mit so einer Kissen geht er das auch. Das ist so mit klein. Ja. Also, wohlgemerkt, das gehört ja nicht dazu. Ja. So, das dauert noch ein bisschen, ich meine, das ist jetzt nicht der High-Performance-CPU. Das erste Mal, wo die Sachen, wenn man das erste Mal startet, dürfte einige Sachen einrichten, da darf man nicht die Nerven verlieren. Ich glaube, das erste Mal booten hat so 15 Minuten gedauert. Das sollte man heute eigentlich nicht tun. Hoffe ich zumindest. Das kommt dann dieses Ding. Wohlgemerkt, das heißt Windows 10 Core. Wir haben jetzt nicht die ganze Oberfläche und so weiter mit, sondern im Wesentlichen, was passiert ist, er startet die Applikation. Er startet die Applikation am Anfang, die man einrichten kann. Also ich muss jetzt nicht immer dieses Ding da starten haben. Die aber nicht unpraktisch ist, dass ich sage, man die IP-Adresse, das hätte ich zwar jetzt bei dem Switch, bei dem DHCP-Server vermutet, dass er mal 11 gibt, nachdem meine Maschine 10 hat. Aber Ethernet-Connection und so weiter.
Da unten kann man ein paar Konfigurationen machen, wenn man Maus und so weiter mit hat. Aber im Wesentlichen, die Applikation kann ich frei konfigurieren. Das heißt, würde ich zum Beispiel das System bauen, starte dann natürlich mit dem Meiner. Gut, so, ich stecke das wieder um. Klassischer mechanischer Switch, jetzt hoffe ich, dass man Windows 10 nicht abstürzt. Ja, das Surface, der Surface, manche Surface-Teile sind natürlich empfindlich, um sie im laufenden Betrieb hin und her stecken. Nein, nicht mehr HDMI. Der findet, schauen wir mal hinkommt, Gott sei Dank müssen wir nicht weiter Komposit noch machen. Ein erstaunlich, was der alles sucht, nur die VGA offensichtlich nicht. Jetzt da. Na, Na bitte. So, wie schaut es von meiner Seite von herüben aus, also quasi von der PC-Seite? Was gibt es? Es gibt so ein kleines Tool, was man mit installiert, oder was man installieren muss, wenn man für das Zeug entwickeln will. Der Windows IoT Core Watcher heißt es. Und was ich da jetzt oben sehe, da sehe ich im Wesentlichen dieselben Informationen. Wie im PC ist der aktuelle Bordnamen, die MAC-Adresse, die IP-Adresse und wann ich das Ding das letzte Mal, wenn man das letzte Mal erreicht hat. Was ich jetzt machen kann, ist einmal, ich kann damit draufklicken und kann mir da jetzt verschiedene Sachen machen. Was auch auf dem Raspberry läuft, ist ein Webserver, zu dem ich jetzt hinconnecten kann, der deshalb ganz praktisch ist, weil damit so triviale Dinge machen kann, wie Shutdown oder Reboot, für die Leute unter uns, die nicht einfach den Stecker ziehen wollen. Ich ziehe meistens den Stecker. So, und da kriege ich jetzt so Sachen, wie welche Apps habe ich drauf installiert, welche Zertifikate installiert, welche Prozesse laufen. Nicht ganz so tragisch, sind nur Vertreiber im Wesentlichen. Performance Counter, okay. Außer wenn ich ihn anspricht, dass die Uhr anspricht, offensichtlich ist im Moment noch etwas fad. Aber das heißt, ich kriege alle Informationen und so weiter, dann kann man die Sachen anschauen, Device-Manager und so weiter. Gut, das ist einmal der erste Punkt, das ist jetzt einmal ziemlich lustig, irgendwie müssen wir uns das jetzt hinconnecten und das ist jetzt erstaunlich, noch immer nicht alles mehr. So. Das nächste, was man machen kann, ist, ich würde es mit denen reden, nicht nur über diese Oberfläche. Eine Variante, wie ich das machen kann, ist, ich mache mir eine Bauerstelle auf, sinnvollerweise als Administrator. Warum, werden wir dann gleich sehen, weil wir vertrauen uns irgendwie noch nicht. Das erste ist, ich schaue, ob das, das ist ein bisschen klein. Wenn jeder es dann merken wird, wo das drin steht. Schriftart, die ist okay, aber nicht mehr vielleicht schon mal. Es ist besser. So. Das erste, was ich mache, ich schaue mir, ob sicherheitshalber, weil manchmal braucht er den nicht. Das ist dieser Windows Remote Manager. Muss man sicher jetzt überschauen, ob der läuft. Okay, der läuft schon. So. Das nächste, was ich machen muss, ist, nachdem das jetzt eine IP-Adresse ist, die ich noch nicht besetzt habe, muss ich ihn erlauben, dass man Remote Manager und so weiter dort drauf zugreifen kann. Das kann ich auch machen. Es gibt da, ich hoffe, dass ich mich nicht vertiefe, das sind Sachen, die so immer wieder. Das ist ein Set Item. So, und jetzt kann ich sagen, okay, und jetzt kann ich Programm, das muss ich im Wesentlichen einmal machen für jede von meinen Netzwerkkonfigurationen, dass ich dann sage, okay, lieber Localhost, du bist der Client und ich erlaube dir jetzt, dass du mit einer anderen Maschine redest. Und zwar ersetze ich einfach die Trusted Hosts, sage minus Value. Da könnte ich jetzt den Namen eingeben von der Maschine. Irgendwie habe ich bessere Erfahrungen mit, ich gebe ihm die IP-Adresse an, das heißt 192.168.11. Das heißt, da erlaube ich ihm jetzt, dass er mit dem Kontakt aufnimmt. Und was jetzt als nächstes, was man, das ist ein Bug, der noch drinnen ist. Es ist sinnvoll im Moment, zumindest bis der behoben ist, wenn man aus der
Bauer Shell ein Modul wieder hinausschmeißt, nämlich das BS Readline. Manche Kunden nämlich sonst ein Stack Overflow und jetzt. Das heißt, das hat eigentlich keinen Sinn, außer das ist so ein klassischer Umgehungsweg. So, was ich jetzt sage, ich mache eine Session auf, nämlich so Bauer Shell Script Session. Was ist jetzt? Ja, jetzt zuckt er mal aus. Und zwar zum Computer nehmen. Als Computername nehme ich wieder einfach deaktiviert. Ich habe eine Diskussion gehabt, Microcontroller mit Betriebssystem, aber wenn schon Microcontroller, dann zumindest ein IP-Adress zum Reden mit ihm. Und als Credential, ich habe drüben Credential als Administrator drauf, das ist die Default-Ding. Man könnte natürlich drüben einen User anlegen. Jetzt fragt er mich nach dem Passwort, das der Administrator hat, das gebe ich ein. Passwort 1? Wer ist der 192 oder das ist der Raspberry. Das ist er. Ja. Also ich hänge jetzt da, was ich da habe, dann haben wir das verkabelt, das heißt, ich habe da einen Switch. Das ist ja am Switch hängen jetzt beide drauf, weil die zwei müssen im selben LAN hängen, sonst erkennen sie sich. Oder so wie sie in einer Netzwerk konfigurieren. Dieses BS-Session aufmachen, das kann durchaus eine Zeit dauern, also so 30 Sekunden, glaube ich, ist angegeben. Super, wir sind schon durch. Ich kann jetzt da zum Beispiel Tiere machen, da werden wir sehen, dass man nichts sieht. Aber ich kann natürlich auch Ebene rausgehen und kann jetzt dort hier sehen und kann jetzt eigentlich auf dem Raspberry genauso arbeiten. Was ich jetzt machen kann, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, NetUse, Administrator und so weiter, und gebe mir ein neues Passwort ein. Was ich noch anschauen kann, ist, was ist die Liste der, also natürlich habe ich jetzt alle Möglichkeiten, die Maschine zu konfigurieren. Die kann man anschauen über eigene Applikation, die Startup-Exe, und zwar nämlich über die /d. Was ist zurzeit konfiguriert als, was ist konfiguriert als Startup-Applikation? Das heißt, der hat zwar von vornherein kein Shell, aber er kann eine Applikation starten und die Applikation kann dann natürlich auch User Interface haben. Wie man das programmiert oder eine der Varianten, wie man das sieht, schauen wir uns nachher an. Ja, und damit kann ich jetzt alles machen, halt, wie ich jetzt normalerweise in den Betrieb nehmen würde, sich einmal das Administrator-Passwort ändern, vielleicht einen anderen User anlegen, bla bla bla, alles über irgendwelche Kommandos. Mit denen ich das machen kann. Ich kann mir anschauen, so Sachen wie den Tasks-Scheduler, weil ich kann natürlich auch Tasks dann in weiterer Folge Dienste, der hat nicht wirklich viel drinnen, ein paar Aufräum-Tasks und eine Open- und Clean-Up-Tasks. Gut, ja, also das wäre es eigentlich einmal von der Idee, was man damit tun kann. Das ist jetzt einmal ziemlich fad. So, jetzt haben wir gedacht, schreiben wir mal eine Applikation. Noch Dinge hier auf dem Development. Ja, ich und Hardware ist sowieso ein eigenes. Obwohl jetzt schon mittlerweile, ich habe Gott sei Dank nette Kollegen und Freunde, die mir schon einiges beigebracht haben. Warum gibt man einen Widerstand vor LED zum Beispiel? Obwohl die sind nicht so teuer, also das macht. Okay, manche Sachen fordern war sehr spannend, ich habe schon ein paar Sachen gemacht. Ich wollte es noch nicht aufmachen. Ich bin mit der Auflösung etwas verwirrt. So. Was wir jetzt machen, ich mache mein Visual Studio auf. Da fühle ich dann irgendwie schon wohler. Und was wir jetzt machen ist, fangen wir dann starten. Zu laufen und im Hintergrund ist. Na gut. Dann machen wir den mal zu. Da bin ich schon jetzt etwas drauf. So, dann machen wir das Visual Studio auf und jetzt kann ich eigentlich, und das ist natürlich jetzt die Stärke, die ich habe dadurch, dass ich quasi Windows 10 drauf habe, kann ich jetzt hergehen und kann sagen, ich möchte da jetzt einfach ein Project. Und suchen einfach ganz normal aus der Universal.
Nachdem ich jetzt nicht von Scratch weg beginnen wollte, habe ich mir eine App vorbereitet, die wir uns anschauen werden, wobei wir sehen jetzt das andere wirklich, wirklich so aufregend und spannend. Der Titel lässt da an, was sie tut. Gell? In etwa. Ganz, ist es jetzt ein Umbenennen, aber irgendwie so wie, was weiß ich, Temperaturflügel oder so. Das heißt, die ladet jetzt das Ganze herein. Der Grund, warum das etwas dauert, ist, ich habe so einige Sachen, die zurzeit testen muss, darum ist das ein bisschen eine sonderbare Konfiguration. So, das erste, was wir haben, ist, wenn jemand WTF oder Silverlight oder ähnliches programmiert hat, schauen wir uns da vielleicht gleich den Sammelcode an. Das heißt, ich habe da einfach ein Gesammel. Das heißt, ich habe jetzt einfach eine Oberfläche, wo drinnen ist eine Ellipse und ein Textblock und so ein Slider, den ich eigentlich nicht verwende, der noch da ist. Mit ganz wenig Code dahinter. Das Beste ist, ich führe das einmal aus und starte. Nein, geh weg. Nein, das wird mir nicht. Ich meine, das ist nicht schlimm, wenn, aber der wird gebrochen. Nein, ich habe gebrochen. Und das Schöne ist, lassen wir es zuerst einmal bei mir lokal auf der Maschine laufen. Und die Remote-Maschine muss ich umkonfigurieren. Und das ist die Applikation, das heißt, das ist nur der Startscreen. Es wird noch viel toller. Schreibt er. Das heißt, was ich habe, ist eine Applikation, die einen Kreis blinken raus. Okay, gut. Ist jetzt ziemlich spannend, aber zumindest man hat schon mal irgendwas was drauf. Das nächste, was ich jetzt machen möchte, ist, wobei wir es nicht umstecken, behalten Sie das Bild im Hinterkopf vielleicht fest. Was ich jetzt sage, ist, okay, ich habe behauptet, das ist eine Universal App. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich konfiguriere mir das dann nur schnell um und sage, ich möchte die Remote-Maschine, muss jetzt umkonfigurieren. Identification sind da drüben und wir haben 192. 168.1.11. Das heißt, ich konfiguriere jetzt quasi in derselben Applikation mein Raspberry als Remote-Maschine. Nachdem der einen ARM-Prozessor hat, gebe ich mir Chance und sage meine Applikation. Das ist. Ich weiß schon, wie macht er jetzt ihn zuerst umschalten sollen. Richtige IP-Adresse. So, und sage jetzt, deploy das einmal zur Remote-Maschine. Was er jetzt dort hat, ist, zwei Dinge sind spannend. Das eine, was da geblinkt hat, würden wir jetzt wieder umstecken. Ich hoffe, Sie glauben mir das. Würde auch dort dasselbe Bild sehen und dann würde wieder dort auch rot blinken. Das ist jetzt auch nur semi-spannend. Das eine, was wir gesehen haben, ist, wir haben, wie das auf meinem Rechner laufen haben lassen, hat er unten einen Fehler gemeldet, nämlich, dass er keine GPIO-Module findet. Was es gibt, ist, es gibt da GPIO-Library und GPIO sind die General Purpose IO-Register, die auf diesem Surface rum sind. Das heißt, manche von diesen Diensten, die ich da durchgeschliffen habe, haben einfach GPIO-Nummern, das heißt, ich kann auf die zugreifen und kann dort Strom, kann denen sagen Strom oder nicht Strom. Also das heißt, in dem Fall 3,3 Volt ein oder aus. Das heißt, das erste, was wir jetzt laufen haben, ist jetzt der Effekt irgendwie weg. Das würde jetzt beim Umstellen am Raspberry, müsste da dieses rote blinken. Was aber auch blinkt ist, schauen wir uns den Code nachher an. Ich habe nämlich eines dieser GPIO-Register genommen und wenn vielleicht irgendwer von den Erfordernden glaubt oder wenn man da schaut, ich muss das nur vorsichtig, dass ich einen kurzen habe, sieht man, dass dieses Licht hier blinkt. Das heißt, das ist einmal das Sinnvollste. Es gibt nämlich ein GPIO-Register, was auf dieses Status-LED drauf geht. Das ist so ziemlich das Einfachste, was man mit dem machen kann. Bei mehr als dieses Status-LED kann ich nur mit der Platine nicht anfangen. Jetzt ist das natürlich etwas. Mich hat es begeistert. Von meiner Frau, wenn meine Frau gerade so schaut, das blinkt. Super. Ja, so hat es auch gesagt, und was hast du die restlichen drei Tage gemacht? Das! Also, ja.
So, schauen wir uns einmal an, was da war. Das heißt, im Wesentlichen, ich habe die Reihe gemacht, so einen Mach auf ganz. Ja, machen wir so Spur größer. Das heißt, was ich da mache, ist, ich gehe einfach her, habe einfach einen Dispatcher-Timer aufgesetzt und einen Event-Händler, das heißt, alle 500 Millisekunden switcht er um. Dann, was ich da jetzt mache, ist, initialisiere einfach die Chip, also den GPIO. Das heißt, ich hole mir den GPIO-Controller her, den Default-GPIO-Controller und initialisiere jetzt einfach ein PIN mit einer speziellen, Nummer, die wir haben gleich sehen, also ich meine, wo die unten hinschieben, nämlich das LED-PIN mit der Nummer 47. Eigentlich, ich sage noch eine bessere Variante, eigentlich in dem Fall geht es, ist natürlich schlampert, weil was ich mache, ist, ich gehe immer auf die GPIO-Library und gehe hin und sage, initialisiere die bitte. In dem Fall weiß ich das gar nicht, das ist eine Frage. Na, Entschuldigung, ganz kurz nochmal, ich muss jetzt gerade reingekommen, bin, sorry. Ganz kurz Grundthema. Grundthema ist Raspberry Pi, also diese kleine Platine, also dieser hier. Auf dem Windows 10 läuft, das haben wir uns sehr schön angeschaut, wie man das in ständig hin und her schalten muss und mein Rechner den Beamer verwirrt. Also da läuft, das würde man jetzt an die Software, die sehen, wenn man das Universal App, die dorthin deploye. Und die erste Universal App, die ich jetzt gemacht habe, war, dass ich dieses Landwort linken lassen habe. Was eine Spur spannender ist, wenn ich jetzt dieses 47 ausdrücke in 12, dann haben mich ja die anderen was davon. Ich habe nämlich da eines dieser GPIO-Boards, ich muss gestehen, mein Plump, wenn ich mit der so rufe, weil es sieht das in der Nacht. Ne? Dieses eine hier ist der GPIO-Board 12 und so die Elektronik gehört da mit mir Holz an. Startet das jetzt an, das heißt, ich kompiliere das wieder durch. In Wirklichkeit da oben, ich habe oben nur eine Flip-Flop, also eine Flip-Variable, die macht nichts anderes. Was wir alle 12 Sekunden macht das und man sieht, dass auch dieses rote Lamperl, das wenn ich meiner Frau gesagt habe, das ist ja so cool, aber jetzt müssten wir es abwechseln. Würde auch gehen, das ist kein Problem, nachdem man die gleich anspricht. Was ich auch noch kurz herzeigen möchte, weil das passt ein bisschen zu der Diskussion, die wir da drüben gerade geführt haben. Und das kompilieren machst du auf dem Laptop. Ich kompiliere da und schicke anschließend das Kompilierte rüber auf den Raspberry. Das geht aber so irgendwie, dass man das die jetzt optisch gar nicht trennen kann. Das geht so schon. Man kann sogar, also man, um das vielleicht herzuzeigen, ja. Das ist für die, Entwicklung ist das nicht unrund. Und das ist durchaus ein Grund, der für mich zum Beispiel für Windows 10 da drauf spricht. Ich kann natürlich nicht nur das da drüber schicken, sondern kompiliert, schicke das jetzt drüber und ich kann natürlich debuggen. Ja. Das heißt, ich debugge jetzt auf meiner Maschine rüber so genauso, wie ich das am Phone kann oder wie ich das auf der Xbox machen kann. Das heißt, und die reden jetzt miteinander. Das heißt, ich mache das vielleicht da unten, wo man dann wirklich was sieht, nämlich bei den Flip-Lays. Jetzt sieht man aus. Also das heißt, man kann das ja durchaus ganz normal debuggen und da laufen lassen. Ein zweites kurzes Beispiel, bevor wir dann Richtung IoT gehen oder beziehungsweise Richtung ESA gehen, ist ein zweites Beispiel, was ich gemacht habe, was für mich deshalb spannend ist, oder spannender ausschaut, weil so eine Spur was intensiveres ist. Da habe ich mir gedacht, das wird meine Frau beeindrucken. Ich habe gesagt, bitte ist das cool, ich kann die Temperatur in meinem Arbeitszimmer messen. Ja, sie stellt mir ein Thermometer. Ich sage, jetzt ist es überhaupt nicht. Nein, wirklich, sage ich überhaupt nicht. Aber was ich da eigentlich herzeigen wollte, ist, man kann natürlich ja, oh, das heißt, was ich da habe in Wirklichkeit, ich habe da, das ist ein analoger Temperatursensor, aber warum analog? Das war eine Herausforderung. Das heißt, im Wesentlichen, das ist ein Widerstand, der sich ändert. Das heißt, je nachdem, wie warm man wird, dreht er sich den Widerstand um.
K für Y13, irgend sowas. Das ist ein kleiner Analog-Digital-Wandler. Servus, das ist Akustik. Das ist ein kleiner AD-Wandler. Das Spannende, was man da machen muss, die muss man schon wirklich ansprechen. Also was ich eigentlich zeigen muss, das sind wirklich welche, schauen wir uns kurz den Code an, wie die dort hinkommen. Ich meine, natürlich der Temperaturwandler, der tut gar nichts. Das heißt, ich mache wieder meine Pins auf, aber da habe ich dann schon richtig solche Sachen drinnen, wie ich habe eine SQL-like Language, die ich jetzt auf meinen Datenstrom, auf die Daten, die da vorbeikommen, aufsetzen kann. Die sogenannten Selektoren. Genau. Das heißt, immer bitte alle, gib mir jetzt bitte die E-Mails, die zählen mir alle Tweets mit einer bestimmten Topic. Nennen wir sie dann Group by Topic, kennt ihr aber Topic, was auch immer haben. From Tweets, Tweets ist der Eingangsstrom, wo die Daten herkommen. Und zwar alle von jede Sekunde die Anzahl der letzten 5 Sekunden. Nein, gib mir das damit hin und gib immer alle, 5 Sekunden, wie viel in diesen 5 Sekunden da war. Und that's it. Damit kann man sehr einfache Sachen, man kann natürlich auch deutlich komplexere Sachen bauen. Frage, wozu brauche ich dann den Raspberry? Das geht ja mit einem. Das war mit Raspberry jetzt gar nichts drin. Das war auch in der Cloud, ihr erzählt auch etwas, ihr erzählt auch ein Beispiel mit dem Raspberry. Der Raspberry ist in dem IoT-Spiel ein, weltweit von vielen Leuten benutzt es nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in erstaunlich vielen seriösen Projekten eingesetztes ein Ausgabegerät. Ja, man nimmt da ein ganzes Ding. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an, und zwar, was ich dort eigentlich messe, ist, das ist die Messen auf einer Brücke, wie viele Autos fahren da drüber, oder Autos, die drüber fahren. So, jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, okay, dasselbe wie vorher, es gibt mir bitte alle, die da drüber gefahren sind in den letzten 3 Minuten. So. Ich kann aber jetzt auch was anderes machen, deutlich, weil ähnlich wie ich das mit SQL machen kann, ich möchte nämlich wissen, für jedes Auto, also was die mitmachen, das sind diese Kameras, die zum Beispiel auf der Autobahn sind, die hier auch zum Beispiel das Nummer da für mich bringen, kann ich jetzt sagen, okay, sagen wir bitte, wie lang braucht im Durchschnitt ein Auto, um über die Brücke zu fahren. Das heißt, was ich da mache, ist, dass ich dann zuerst quasi die Daten heraushole von einem Auto. Und zwar sage ich pro Minute, ich glaube in den letzten 0 bis 15 Minuten, also mich interessiert nicht einer, wenn einer verschwindet auf der Brücke. Und dann mache ich einen Join und sage, okay, welche Autonummern sind da oben hereingefahren und innerhalb von 15 Minuten wieder rausgefahren. Und jetzt gib mir bitte die Differenz zwischen der Einfahrtszeit und der Ausfahrtszeit. Für jeden einzelnen? Für jedes einzelne Auto. Wenn ich sowas mache und ausprogrammiere, das ist halt echt komplex. Also quasi Geschwindigkeitskontrolle macht die Polizei dann ähnlich, ne? Section Control, was ich da halt mache, ist, dass ich den Leuten dann automatisch sagen kann, fahr zwar anders, weil die Brücke stehen. Zum Beispiel. Oder also Sachen, das wäre die eher in die Richtung, natürlich gibt es gesagt, man kann alles für das und das verwenden, dass ich dann auch sage, ich möchte nicht eine Liste aller, weil das ist ja natürlich auch ein Thema, ich möchte nicht eine Liste aller Autos, die da drüber gefahren sind, abspeichern, weil das interessiert mich nicht. Ich möchte nur alle die Autos haben, das ist ein amerikanisches Beispiel, da brauchen Firmenautos, brauchen spezielle Registrierung, die man nur die Daten, schreiben in die Datenbank nur die Sachen hinein von den Autos, die da drüber gefahren sind, wo die Registrierung abgelaufen ist. Den restlichen Datenstream will ich nicht, brauche ich nicht. Ich will nicht abspeichern, weil sonst habe ich da Millionen Einträge in meiner Datenbank und brauche vielleicht 10 Stück davon. Und auf die Art und Weise kann man dann Daten analysieren und recht coole Systeme zusammenbauen. Was habe ich für ein Beispiel gemacht? Ich habe ein Beispiel gemacht, ich habe einfach wieder Temperatur, wobei ich in dem Fall ein Beispiel einfach defekt habe, weil dass ich Temperatur messen kann, wie er sagt, und der Vorteil ist, ich kann dann, falls im Raspberry was schief geht, das auch hergehen. Was ich einfach gemacht habe, ist, ich schicke in dem Fall ein Beispiel mit, wo ich einfach Temperatur ins System hineinschicke, das heißt, das schicke ich in die Cloud.
Mich interessiert aber dort nicht die einzelnen Temperaturwerte. Die Annahme dort ist, dass ich in einer Situation bin, wo die Messung der Temperatur eher heikel ist und vielleicht die schwankende Werte kriegt. Was ich dann hergebe, ist, dass ich mit so einer Abfrage einfach hergehe und sage, ich hätte ganz gerne nur die Durchschnittstemperatur der letzten 10 Sekunden. Die schickst du alle 5 Sekunden zum Beispiel. Das heißt, dass ich alle 5 Sekunden kriege den Wert, den Durchschnittstemperatur der letzten 15 Sekunden. Und dann kann ich die weitergeben. Dann kann ich mir die entweder in der Datenbank schreiben. Oder was ich machen kann, ich gebe es zum Beispiel von Webseite auf. Also ich habe ein Beispiel da, wo man dann auf der Webseite sieht, wie sich die Temperatur verändert, plus diverse Alarm aus, wenn ich sage, okay, immer wenn die Temperatur, die Durchschnittstemperatur über 75 Grad war, schreie, immer wenn der Herzschlag länger über 180 ist, gibt einen Alarm aus. Oder was ich dann auch machen kann, das ist dann quasi der Link in die, sage ich jetzt einmal, mehr Industriewelt, das würde das Hobby wahrscheinlich nicht mehr machen. Es gibt auch Service, was da drinnen ist, Power BI, also über das rede ich auch nie geglaubt. Power BI ist im Wesentlichen ein Tool, was ein Dashboard hat und das kann ich dann direkt auf diese Anfragen drauf, das heißt, ich sage, diesem Steam Analytics Job, sage ich das auf, gib deine Daten in dieses Power BI Table hinein und in dieser Power BI Table sehe ich dann diese Ausgangsdaten und dort kann ich, wie das zum Beispiel von Excel gewohnt bin, sagen, okay, diesen Datensatz hätte ich gerne jetzt in Form von einem, was auch immer, für ein Diagramm angezeigt. Das ist eine Lösung, die gibt es aktuell nur für Firmen, die die Cloud verwenden. Und dann sehe ich einfach mein Dashboard und sehe, wie sich dort zum Beispiel auf einer Skala die Temperatur verändert oder wenn ich andere Werte habe, die sonst wie verändert. Gut, wir sind, glaube ich, zeitmäßig schon sehr am Ende. Ich bin nicht hoffen, dass die. Wie gesagt, was ich versucht habe, also waren eigentlich zwei Dinge. Das erste ist natürlich den Raspberry, dass man dort Windows 10 verwenden kann, mit allen Möglichkeiten, mit den Sensoren, mit Eingabe, mit Ausgabe und so weiter. Ich habe ein Verein von mir gerade ein spannendes Projekt, wo man versucht, über einen Flipper auf die Art zu steuern, also das ist Spielgerät. Das ist Kugeln nicht verloren geht. Nein, aber dass der zum Beispiel 10 und okay, gut, da muss man mehr dazu sagen. Der hat einen Vorteil, Jofi, den mir so nahe, der unterrichtet. Wenn man unterrichtet, hat man einen Vorteil, man hat doch eine größere Anzahl junger Menschen zur Verfügung, die üblicherweise begeistert sind und den zweiten einen riesen Vorteil haben, dass wenig kosten, man muss tun. Naja, zu kauft das Video, aber das ist die Realität. Das spüre ich jetzt auch. Was die zurzeit machen ist, die haben einen Flipper, einen klassischen Flipper ausgeweitet und der kriegt gerade ein Bussystem. Mhm. Das heißt, dass jeder, der hat ja einen Flipper, ich weiß nicht, wer schon einen Flipper zerlegt hat, spannendes was mit einem mechanischen. Da sind ja Unmengen von, je nachdem bei den alten, sind Unmengen von Relais drinnen. Genau, plus solche Kabelstränge, das ist super bei allen Flippern, weil da gibt es dann die Schaltpläne mit Rot, Grün, Gelb und man schaut da drauf und sagt, Abfallen, Abfallen, Abfallen. Also wenn man so eine da anguckt, ist da vor jede Menge Grau. Das heißt, die werden dann, darf man da wirklich über das Bussystem quasi alle Kanäle hereinbekommen und dann diese Logik auf so ein, also dass das Endziel ist, wir sind schon sehr weit mit denen, also wir machen natürlich andere Tests, da geht es darum, generell Mikrocontroller einbauen und so weiter. Und dass man dann über einen Raspberry sagt, okay, ich kriege jetzt, wo ist die Kugel, die ist da dagegen gebannt. Und dass man dann über einen Raspberry sagt, okay, der soll jetzt zurückschleudern, der ist stärker, im Übrigen zählt da 10 dazu und im Übrigen da drüben fährt irgendwas hoch oder runter oder was auch immer. Das heißt, die Kugel dann zwischen 20 Flipper-Dingen hin und her, geht oben zum Beispiel, das würde alles elektronisch. Das ist aber der Seite schon elektronisch in so einem großen Teil, weil nicht über Mikroelektronik, sondern fix verdrahtete Elektronik. Was da lustig wäre, dann kennt man, wenn man das einmal hätte, kann man dann auch so Dinge machen, wie dass man sagt, man hätte zum Beispiel so eine User Experience angepasst. Ja, wenn ich sehe, der spielt jetzt schon das siebte Mal und die dritte Kugel ist in 5 Sekunden weg, ja, dann schalte ich, kann ich vielleicht ein bisschen einen Starter-Mode einschalten. Wenn ich feststelle, da spielt jetzt einer schon seit einer Dreiviertelstunde mit der ersten Kugel, dann wäre ich vielleicht einmal ein paar Parameter verändern. Kann man einen günstigen Fuß machen, der dagegen kommt. Zum Beispiel, der hat ein bisschen Man
man sehen wird. Ja, ein Zufallstipp oder so irgendwas, das halt die Leute. Oder zu Vorführzwecken dann die Flipper an automatisch schneiden, dass die Kugel nicht. Genau, das war die Kugel ist und dann wird überhaupt nicht. Also, was ich versucht habe, ist aber zu zeigen, wie man mit den Raspberry was machen kann. Ich glaube, ein sehr cooles Ding. Ich weiß nicht, ob jemand unterrichtet. Ich glaube, es ist was, was auch sehr relativ günstig ist, wo man wirklich nette Sachen machen kann. Ich werde aber in der Zukunft versuchen. Es gibt zum Beispiel im Sunfounder, da hat es jetzt eine Werbung gemacht oder was von denen wird. Das waren ja die ersten, die bei Amazon drückt haben, ich gesagt, der Raspberry, irgendwas gezogen. Ich habe gesagt, ja. Wir werden auch versuchen, dass man diese Beispiele, die sind nämlich noch nicht für Windows 10, wir wollen schauen, dass wir diese Beispiele für Windows 10 einfach umschreiben und zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, durchaus was Spannendes, wo man was machen kann, wo man was cool ist. Das ist nicht begeistert, sondern es nur blinkt. Wenn es nur mehr begeistert wird, dann mehr vor mit Blinken erkennen, oder? Okay, so arbeitet immer dran. Aber das heißt, dass man das machen kann. Das zweite ist, dass ich gesagt habe, IoT. Und was dort natürlich eine Möglichkeit ist, ist, dass man mit jetzt Services, die man im Hintergrund hat, über die Cloud, wo ich ein bisschen was versucht habe, herzuzeigen, dann wirklich in der Kombination doch, glaube ich, relativ einfach sehr schöne Lösungen zusammenbauen kann. War das eher hobbymäßig zum Beispiel ausführt, okay, man sagt, soll dieses Zeug da 50 Euro kosten oder 60 für die Hardware. Zum Beispiel, das ist die erste Beispiel, das verwendet nur Webservice im Hintergrund. Webservice habe ich, wenn ich auf Azure mich anmelde, habe ich 10 Webserver gratis und für meine sportlichen Aktivitäten reicht diese Gratis-Version von Webserver. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte eine Lösung haben, die alle Österreicher trackt, ja, dann könnte ich das dort auch machen, aber dann wäre ich wahrscheinlich auf einen stärkeren, da brauche ich mehr Rechnerleistung und dann wäre ich wahrscheinlich das auf ein kostengünstiges Modell oder ein kostenpflichtiges Modell umstellen müssen. Also einfach versucht, diese Sachen so ein bisschen zusammenzufassen, hoffe, dass es ein bisschen einen Einblick gegeben hat. Ich finde es einfach lustig, weil wir können endlich. Ich kann endlich mit dem, was ich irgendwann mal gelernt habe, was du gesagt hast. Genau. Wenn wer, ich weiß jetzt nicht, ist jemand da, der im Lehrbetrieb tätig ist, das habe ich gewusst. Wenn es gibt für deren Escher, gibt es eine Möglichkeit, dass man für Unterricht gratis kriegt. Sonst mehr Informationen dazu, es gibt von Microsoft die Microsoft Vortrag Academy. Das ist im Wesentlichen ein Online-Portal mit, ich habe jetzt in jeden einzelnen Kurs angeschaut. Aber durchaus sehr, sehr guten Lehrinhalten zu allen Themen rund um unsere Technologie, wobei da durchaus also Sachen umstellen, wie Betreiber Linux-Server auf Azure zum Beispiel. Ihr habt gerade irgendwelche MVP-Academy-Kurse schon drauf, die sind sicher auch gut, aber das ist ein Thema, was ich nicht so interessiert. Aber es gibt auch spannende Themen, die man sich dort anschauen kann, also sicher auch gute Möglichkeiten, um mehr Infos zu bekommen. Und da noch zwei Sachen, esha.com, generell die esha-Website, wo man die esha-Sachen bekommt. Connected OCO Leute, die man für GitHub Repository, das ist von Kollegen von uns, die dort arbeiten. Das ist auch so ein IoT-Szenario mit Arduino-Board, mit Raspberry, die haben noch mehrere Boards drauf, die haben dieses Netgetier-Board. Die hören dann schon auf, ich wollte nur den Leuten Chance geben, dass sie die Lösung dabei kriegen. Es riecht schon sehr verlockend. Ja, ich bin ja schon fertig geworden. Mit Anbindung von Microsoft Band und so weiter, ist auch ein sehr guter Einstieg, wo man sehr viel von den Sachen als Code einfach runterladen kann. Super.